Herzlich willkommen zurück im Hause der YouTuber WG. Ich rede heute ein bisschen stockend. Nein! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3. Weiter geht's. So, der Chrom pennt und das Telefon klingelt nicht. So, Sniper, was macht denn der gerade? Der pennt da hinten. Die Koi, wo ist denn die? Ach, die will hier wieder das Haus abfackeln, egal. Und der Koki, der will im Park Gitarre spielen. Das hat er ja gerade gemacht erst. Na egal, soll er mal ein bisschen baden gehen. Er kann nachher noch ein bisschen in den Park gehen, ein bisschen an seiner Gitarre rumzupfen. Und Koi kann da mal ein bisschen fortfahren am Gemälde. So. Ich glaube, dass du die längste Zeit vergessen hast, ein Dach über Dexters Zimmer zu bauen. What? Glaubst du doch wohl selbst nicht. Haben wir's denn? Haus. Wo ist denn? Ich find's nicht mehr. Hier. Na. Ich hätte gern alle Texturen, bitte. Scheiße. Ach, verdammt. Da regnet's ja rein. Ach, du Scheiße. Ja, gut. Kann mal passieren. Das ist ja so ein Cabrio-Zimmer. Das verstehst du nur nicht. Das ist so ein Cabrio-Zimmer mit ein- und ausfahrbarem Dach. Und ja. Ach, verdammt. Warum hat das kein Dach? Verdammt. Okay, wird beim nächsten Mal nachgeholt. Kann ja mal passieren. So. Blim, blim, blim. Fähigkeit Malerei 4. Ja, schön. Gut, können wir jetzt dann mal hier stillleben. So. Mal. Keine Ahnung. Waffeln zubereiten. Ja, kannst du nachher auch mal machen. Was ist denn das? Das sieht aus wie so ein Schwein. Ein unförmiges Schwein, das man so mit 250 km/h gegen die Wand geklatscht hat. Da ist so die Nasenlöcher und die Nase und hier so ein Auge und das Auge ist schon ausgelaufen und der Rest ist einfach nur mit der Flecke an der Wand. Da müsste man außen immer noch ein bisschen rot malen, dann hätte man hier so ein totes Schwein an der Wand. Da gibt es doch immer bei den Psychologen diese Tintenklecks-Faltbildchen. Das kann man hier schon ein bisschen mit Sims vergleichen. Was seht ihr auf diesem Bild? Könnt ihr ja mal reinschreiben, was ihr so seht. Also ich sehe ein Schwein. Ein Schwein. Also für mich ist das ein Schwein. Eindeutig. Da gibt's gar keine Zweifel. Koki. Du willst unbedingt in den Park Gitarre spielen und du willst Fähigkeit Athletik lernen. Dann würde ich sagen... Ja, ist gut. Du wirst mal hier in den Park joggen. Der kann ja gar nicht hinjoggen. Naja. Gut, dann geh einfach mal den Stadtpark besuchen. Ja. Was? Nein. Also ohne Gruppe. Und hier dann mal ein bisschen an der Gitarre rumzupfeln, spielen. So. Gut, Koi ist noch am Platz und malt noch weiter an ihren Schwein. Ja, ich hab's gerade gesehen, da unten bekommt's auch noch Füße. Ha. Ich hab's doch gewusst. Wir hätten hier ja unten noch unsere Oberstufendiplome. Die könnten wir auch mal aufhängen. Krömchen. Der macht gerade überhaupt nichts.
Interessantes. Was hat er denn für Bedürfnisse? Dem geht's eigentlich recht gut, aber da kann er mal ein bisschen Schach spielen, um die Logik vielleicht ein bisschen zu steigern. Und hier könnt's mal Wände einblenden. So, dann nehmen wir hier mal das Oberstufendiplom. Das packen wir einfach mal hier an die Wand. So, das machen wir jetzt mal mit ihnen. Hat ja jeder eins, warum auch immer. Jeder hat ein Oberstufendiplom. Nerd. So, ich hänge mir meins übers Bett. Oder nee, übers Ticket. Hier. Zack. 500. Warum auch immer. Der Cookie hat eins. Ach, wir sind alle so gebildet. So, wo hängen wir denn das hin? Hier neben die Tür. Und der Sniper hat auch eins. So, da komm. Zack. So, da haben wir ein bisschen dekoriert auch. Okay, Koi geht mal ein bisschen pennen. Ist auch okay. So, wo ist es? Da, das ist ein Schwein. Das ist ein Schwein. Sag ich doch. Das ist vielleicht noch eine Hand hier. So, Schach spielen. Buh. Buh, buh, buh. Ich sehe gerade gar nichts. Diese Kamera. So gut, ich warte jetzt mal, bis die Leiste hier voll ist und dann werde ich mal mit mir selber nach unten gehen und unten dann mal kurz was essen. Müsli, das trifft eigentlich eh die Realität ganz gut. Ich habe mich sowieso immer so tagtäglich zum Frühstück, wenn ich Frühstück esse, nehme meine Kaffee, Müsli und dann mal hier verkaufen. Und Kamera. Dann hier wieder Let's Plays produzieren. Das passt gut. So. Ach, wir wollten uns hier oben ja noch ein kleines Badezimmer einrichten. Fällt mir gerade ein. Ja, Grundlagen, Logik. 41 Simoleons. So, passt. So, geh du mal. Da könnte man eigentlich hier so ranbauen. Das würde gehen. Ich blende mal kurz hier die Wände ein. Ja, würde gehen, ja. Vom Dach her, ja, sogar vom Dach her ginge das. Doch, das machen wir einfach hier ran und passt. Machen wir das mal. So, Baumodus. Lalalala. So, dann hier Wand. Ich würde sagen, versetzen wir die einfach mal. So. So zwei nach außen. Wir könnten es auch ganz nach außen. Dann müsste ich hier einfach das Geländer kurz löschen. Das machen wir jetzt einfach so. So. Dann ziehen wir die ganz nach außen. Das Fenster kommt wieder auf den ursprünglichen Platz. Und wo ist denn die Tür hin? Wo ist denn die Tür hin? Ein, zwei. Querschnitt. Das ist ja alles kompliziert hier. So, hier gibt es eine Tür. Passt. So, dann ziehen wir hier eine Wand rein. Wände. Zack. So. Dann brauchen wir hier eine Tür. Gut, da können wir ja einfach die da nehmen. Und ja, einfach so ran und passt schon. Da, Hilfe, eher andersrum. Die sollen ja alle gleich aussehen. So, alle in die gleiche Richtung. Zeigen auch. So, dann haben wir das, haben wir das. Ein Fensterchen wäre nicht verkehrt.
Was nehmen wir denn da für eins? Gut, da haben wir die kleinen Fenster, da haben wir die großen Fenster. Ja, okay. Im Bad müssen wir unbedingt so ein Riesenfenster haben, da so ins andere Zimmer. Damit dann der letzte Mitbewohner auch immer ins Klo sehen kann. Ach, wunderbar. Nee, dann machen wir einfach so. Ja, genau, dann machen wir die hin. Da lassen wir einfach die Fenster von unten weitergehen. Das ist eine gute Idee. So, dann hat das sogar ein bisschen Stil. Dann zieht sich da der Stil von den Fenstern bis oben durch, bis ins Badezimmer. Das passt gut. Ja, Kohle haben wir eh genug. Das ist nicht das Problem. Dann Wandbelege. Hier möchte ich gerne... Brauchen wir das überhaupt? Ja, hier brauchen wir es. An dieser Wand. Moment. Ich hätte gerne die ganze Wand. So. Müsste jetzt passen. Einblenden. Ja, 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 ja. Okay, die Farbe passt überall. Nee, hier passt sie noch nicht. Aber egal. Bekommt sowieso einen anderen Anstrich. Und zwar... Hätte ich gern den Stil von hier unten. So, dann mal hier. Ganzer Raum. Ganzer Raum. Okay, ganzer Raum will nicht. Noch jetzt. So, okay. Das passt. Und dann holen wir uns noch die Bodenverliesen. So, Wände wieder weg. Und jetzt hier. Zack. So, dann brauchen wir hier oben noch ein Töpfchen und eventuell eine Dusche. Dann brauchen die nicht immer nach unten durchlaufen. Kaufmodus. Brauchen wir es denn? Badezimmer. So, was nehmen wir denn da? Schnäppchen, Schorsch, geruchsneutrale Toilette. Wir haben ja ein bisschen Kohle. Düsenjet. Okay, der ist teuer. Zuerst will ich aber hier eine Dusche haben. Och, die ist doch schön. Die passt doch eigentlich ganz gut. Nehmen wir. So. Ah, das geht sich jetzt auch mit den Fenstern schön aus. Ach, schön. Und. Das ist eine Toilette. Awesome. So, geruchsneutrale Toilette. Die muss rein. Ja, die ist ja hässlich hoch 3. Oh, hilf. Das ging ja natürlich auch. Na gut, komm, machen wir mal was für die Männer. Das wird das Männerbadezimmer. Eine simple Dusche und ein Urinal. Das könnten wir eigentlich so in jedem Zimmer eins einfach. Hey, das wäre doch gar praktisch. Ich hätte nichts dagegen. So, nee, machen wir aber nicht. So, wir machen so eins hier rein, einfach mal zur Abwechslung auch ein bisschen. Wäsche, ja, das kommt dann früher oder später. Braucht man Spiegelchen? Ja, nicht unbedingt. Komm, wir hängen trotzdem eins rein. Easter Bunny Mirror. Was? Easter Bunny? Ach, da ist ein Osterhase. Nee, komm, wir bekommen einen Hitman-Spiegel. Yes. Sieht doch geil aus. Hitman. Vielleicht machen wir ja ein Frauenbadezimmer auch noch, aber gut, das gibt's eigentlich eh schon unten. Das ist ja mehr so Frauen-Style. So, und dann brauchen wir noch die Bodenbeleuchtung. Puck, ist das... Ach, das ist das Teil von oben. Nee, ich will das im Boden. Boden, Boden, Boden. Das ist, glaube ich, draußen. Yeah. So, wäre jetzt interessant zu wissen, von welcher Seite die eigentlich reingehen. Okay, die gehen so rein. Da kann ich den schon mal hier nicht hinsetzen. Hier auch nicht. Oh, verdammt. Hat wieder nicht Platz.